Im Gehirn nun laufen nicht Leute durch den Tiefschnee, es laufen aber Impulse über Synapsen. Letztlich passiert dadurch das Gleiche. Es entstehen Spuren, gebrauchsabhängige Spuren. Und diese Spuren sind letztlich das, was man seit 100 Jahren als Gedächtnisspuren bezeichnet. Das heißt, es ist das, was wir unter Erinnerungen verstehen. Diese Erinnerungen sind nur zum kleinsten Teil bewusste Erinnerungen. Beispiel: Wie lernt ein Kind laufen? Ganz einfach, es zieht sich irgendwo hoch und fällt wieder hin, zieht sich hoch, fällt wieder hin. Das tut es ein paar Wochen und dann hat sein Gehirn die Hebelgesetze neu erfunden, die Gravitationskonstante abgeschätzt und gelernt, etwa 600 Muskeln so zu programmieren, dass eine flüssige Bewegung resultiert. Tausende von Ingenieuren, die jahrelang daran gearbeitet haben, Robotern das Laufen beizubringen, schaffen das nicht, was jedes Baby innerhalb von Wochen schafft: Laufen lernen. Wie lernt man laufen? Von Fall zu Fall. Man wird nicht programmiert, man lernt es anhand von einzelnen Ereignissen. Musik, mit der gehen wir nicht anders um als beim Laufen lernen oder beim Spracherwerb oder bei allen anderen Dingen, die wir ebenso mitgenommen haben. Wir lernen Musik und noch bevor wir Grammatik können, können wir sprechen. Genauso ist es auch mit Musik. Noch bevor wir wissen, dass beispielsweise ein Schlager ein 16-taktiges Schema hat von Strophe und Refrain und so weiter, noch bevor wir dies wissen, weiß es unser Gehirn. Wenn wir nämlich ein Lied hören, dann erwarten wir nach 16 Takten, dass jetzt endlich der Refrain kommt. Wir erwarten nach 16 Takten Refrain, dass jetzt wieder eine Strophe kommt und so weiter. Wir haben uns also an das Schema, das den meisten Liedern, die wir so im Radio hören, zugrunde liegt, gewöhnt. Auf einer noch komplexeren Ebene funktioniert auch eine Sinfonie in gleicher Weise.